Woodstock. Ich hätte mich schon gern so dazu geschmuggelt bei der Kind of Blue. So die frühen Tony Williams-Zeiten, Miles Davis und so, das hätte ich, glaube ich, schon sehr gerne mal live gesehen. Wynton Kelly Trio, mit dem hätte ich gern mal gespielt. Ich wäre, glaube ich, gern gewesen bei der Uraufführung von Rite of Spring. Allein schon wegen dem Skandal, aber wahrscheinlich würde ich mich umentscheiden, weil man da die Musik nicht mehr gehört hat in dem Tumult, und ich würde auch Woodstock nehmen. Platte mitnehmen, deren Name ich immer noch nicht kenne, wo einfach nur die Namen draufstehen. Von Sting, Bring on the Night, die hat mich damals mit 14 sehr geprägt. Brad Mehldau, Art of the Trio, eine von denen. Wahrscheinlich die erste. Kind of Blue von Miles Davis natürlich. Secret Story von Pat Metheny. Wahrscheinlich eine von Tilman Höhn. Nehme ich natürlich eine Tilman Höhn Platte mit. Dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich einen Miles Davis mitnehmen. Vielleicht sogar würde ich mir sogar eine Sting-Platte oder sowas mitnehmen, um nochmal so einen ganz anderen Film dabei zu haben. Klaus Ogermann, die Streichern, Art Pepper, Holiday Flight und Country Preacher von Kenmore Adderley. Ich würde natürlich aus praktischen Gründen, weil ich die Regel ja bestimme, würde ich sagen, Boxen gelten auch, deswegen würde ich mitnehmen Pierre Boulez, dirigiert Debussy und Ravel. Ich würde wahrscheinlich mitnehmen die Lyle Mays, die erste Soloplatte. Und ich würde als dritte wahrscheinlich mitnehmen Egberto Gismonti Solo. Miles Davis. Herbie Hancock. Ich glaube Miles Davis. Bernstein. Maurice Ravel. Und zwar 1910 ungefähr, als er noch echt fit war.